Aber... Nein, 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 nein! Das stimmt doch nicht! Das ist sicher nur wieder dieser Albtraum. Elysium kann nicht abgestürzt sein. Wann soll denn das bitte passiert sein? Hallo? Bing, 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 bing! Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden. Das wäre dann wohl ich, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle hier die Bedingungen, klar? Wie Sie meinen. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Deponia Doomsday. Und der Doomsday ist eingetroffen. Alles liegt in Schutt und Asche und es ist nicht Rufus' Schuld. Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt. Ein Kastenbrot? Das ist schön. Schöne Aussage. Naja, dann wollen wir den Mann mal freiräumen. Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Wart's ab. Tun Sie schon was? Nein, wieso? Und ich habe mir überlegt, ich habe zwar die Kommentare noch nicht gelesen, aber ich mache jetzt mal die Untertitel wieder aus. Denn ein wenig stört es mich schon, dass man immer vorher schon lesen kann, was sie gleich sagen. Es ist ein bisschen lustiger, wenn man es erst dann hört, wenn sie es sagen. Wir können mit dem Mann reden, aber ich glaube, da hat er keine Lust drauf. Können diese Stange hier einsammeln und als Hebel benutzen. Oh, Frutti Tutti, Tutti Frutti Eis. Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Aber sowas von. Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas... Kein Strom? Skandalös. So einen wollte ich immer für mein altes Zimmer haben. Zu dumm, dass genau an dieser Stelle die Gasleitung verlief. Aber das neue Zimmer hat auch was. Gut, dann schauen wir uns hier weiter um. Aha, diese Tür ist einen Spalt breit offen. Wollen wir doch mal gucken, ob... Nee, kombiniere. Ich bräuchte eine Art Hebel. Ja, das sagte ich doch gerade. Hier, Moment mal, wir können wieder in die Zeitmaschine rein. Hallo? Jemand zu Hause? So eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Was macht denn der Kerl hier? Hey, eine Klappe. Mach dich mal nicht so breit. Sorry. Feuerlöscher? Puh. Nützlich, würde ich sagen. Ich behalte die Sachen lieber bei mir. Sie sind integraler Bestandteil meines Planes. Ja, wie? Du, Macronicle. Du Nasenhuhn hast uns in die falsche Zeit gebracht. Ich weiß, ich arbeite daran. Hier ist alles kaputt. Oh je, hoffentlich waren wir das nicht. Wieso? Sagtest du nicht, du hättest in deiner Vision die Welt gerettet? Vielleicht wird das nie passieren. Zumindest nicht, solange du hier festsitzt. Nicht so schnell, ja? Noch sitzen wir nicht fest. Immer mit der Ruhe. Außerdem ist die Welt, die wir gerettet haben, Deponia und nicht Elysium. Elysium sollte es gut gehen, wenn der Plan des Organon geklappt hat. Und das hier ist wirklich die Zukunft? Ich würde meinen Hut verwetten. Das kann ich dir auch nur raten. Aber ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Vielleicht war es auch mal anders. Jeder Eingriff erschafft eine neue Zeitlinie. Verstehe. Wie wenn man Torte schneidet. Quatsch. Nicht wie wenn man Torte schneidet. Also nicht. Aha. Du hast nicht zufällig eine Torte dabei, oder? Was treibst du da eigentlich? Ich versuche, uns von hier wegzubekommen. Ja, da wäre ich langsam auch mal fast dafür. Nach Hause. Wohin genau können wir dann ja noch sehen? Brauchst du noch lange? Das ist relativ. Ein Temporalphysikerwitz. Verstehe ich nicht. Mach einfach schneller oder ich töte deinen Großvater. Auch nicht schlecht. Das war kein Witz. Oh Mann. Brauchst du Hilfe? Mir würde es sehr helfen, wenn du mich in Ruhe ließest. Ach ja, ich wollte ja noch diesen Indianer retten. Aber du sollst dich doch nicht einmischen. Der Deal war, du bohrst nicht in meiner Nase und ich nicht in deiner. Was? Aber nein, der Deal war...
Deal ist Deal. Denkt an den Deal. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Fass bitte nichts an. Keine Sorge, meine Hände sind sowieso nicht gewaschen. Der Deal ist der Deal. Haben wir denn noch was hier? Nein. An den Feuerlöscher kommen wir momentan nicht ran, aber hier kommen wir rein. Na toll, außer Besen nichts gewesen. Eine Abstellkammer. Ein Höhepunkt purzelt über den nächsten. Moment mal, das stand doch schon am Türschild. Naja. Hey, die Hauptsicherung und eine Paintballgun. Was zum... Kommen Sie näher, kommen Sie näher! Hier gibt es lustige Luftballons zu gewinnen! Ballons? Also mit so einem Kinderkram, also... Moment mal, sind das etwa Heliumballons? Aber natürlich! Wie die, die man benutzt, um schwere Trümmerteile abzutransportieren? Das wäre mir neu! Kein Wort mehr. In diesem kongenialen Denkapparat formt sich gerade der Plan zu einem neuen, brillanten Manöver, über das noch Generationen sich miteinander unterhalten werden. Oh, das fürchte ich auch. Ausgesetzt, Sie kriegen vor Staunen den Mund zu. Dann knöpfen wir doch mal uns diesen Knopf hier vor. Tosender Applaus, die Menge tobt. Endlich ein würdiger Kandidat im Kampf um die Krone beim Paintball-Zielschießen. Yeah! Ein angemessener Empfang. Was muss ich tun? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Verfehlst du, bekommst du zum Trost 20 rückgratstarken, schmunzelnde Ballons. Du kannst nur gewinnen. Hip, hip, Elysium. Ich brauche keine Almosen. Ich werde mir die Ballons mit einem ehrlichen Treffer ins Schwarze verdienen. Wie Monsieur belieben. Halt den da raus. Das hier ist eine Sache zwischen dir und mir. Dieses Vieh ist ja mal sowas von nervig. Die Elysianer verstehen was von Lifestyle. Ich hätte da ein paar Fragen. Toll! Ich kann es kaum erwarten, sie zufriedenstellend zu beantworten. Was ist hier passiert? Ich wurde von einem freundlichen Herrn mit verwegener Frisur angesprochen. Wie bekommst du nur diese tolle Tolle hin? Ich benutze ranziges Motoröl als Haarwachs, aber nicht weiter sagen. Bravo! Eine brillante Methode, um herauszufinden, wer die wahren Freunde sind. Elysium steht in Flammen. Es ist dir also aufgefallen? Ich hoffe, diese Unannehmlichkeit schmälert dein Vergnügen nicht allzu sehr. Ich komm klar. Boah, das ist eine Erleichterung. Ich kann kaum abwarten, diese schöne Nachricht den Bediensteten zu überbringen, die trotz ihrer Verletzungen die Lebenserhaltung für dich aufrechterhalten. Sag ihnen bitte auch, dass die Klimaanlage ein bisschen stark pustet. Danke für gar nichts. Es war mir eine Kur, das reinste Sonnenbad. Tschüss, Ronny. Hat der eigentlich schon gesagt, dass er Ronny ist? Naja. Na dann. Hä? Da ist ja gar keine Munition drin. Was für ein Spielverderberladen ist das denn hier? Na gut. Dann... stellen wir uns doch ein. Das ist ja nur Sapsche. Ich bin untröstlich, mein Herr. Es liegt daran, dass es hier unten in der Küche brennt. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr. Oh. Sehr wohl, mein Herr. Was soll's, bevor es umkommt. Er ist jetzt einfach geschlürft hier. Immer noch Sapsche? Ich bin um Vergebung. Und sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Feuerlöscher, alles klar. Kann ich dir besorgen. Ich hätte gerne diesen wunderschönen Blumenkasten hier ab. Was Blumen angeht, bin ich ausnahmsweise einmal kein Experte. Darum habe ich auch die Gartenarbeit immer Toni überlassen. Und ihr auch nichts zum Jahrestag geschenkt. Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua!
Das ist mein Bein! Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Ja, also, erzählen wir doch mal was. Und sonst so? Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie. Holen Sie mich endlich hier raus! Schon gut, schon gut. Man wird doch mal ein bisschen menschlich sein dürfen. Entschuldigung, das sind die Nerven. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass Ihre Enden lose aus dem Arm baumeln. Bäh. Tja, dann bleibt uns wohl nur eine Wahl. Wir müssen uns... Ich hätte dann noch ein paar Fragen. Oh, Junge, das ist ja wie Weihnachten! Wo bekomme ich neue Paintball-Munition her? Ist die schon wieder alle? Einen Moment, ich schicke jemanden. Oh je, Problemo grande. Das Lager wurde beim Aufprall zerschmettert. Die Arbeiter sind eingeklemmt. Ich soll in ihrem Namen um Vergebung bitten. Sag ihnen, meine Vergebung will sich erst verdient werden. Tja. Dann nehme ich doch den Trostpreis. Ich nehme doch den Trostpreis. Ohne überhaupt gespielt zu haben, dann gibt es aber nur die Hälfte der Ballons. Nur die Hälfte? Vergiss es. Danke für gar stimmt. Nichts. Es war mir eine Kur. Das reinste Sonnenbad. Ein... Tschüss, Ronny. Geht die denn jetzt auch? Hallo? Jemand zu Hause? So eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Ja, dann... müssen wir hier im Chronicle irgendwie... müssen noch an Feuerlöscher rankommen. Verdammt! Ich komm nicht ran! Ich behalte die Sachen lieber... Sie sind... Da, du sollst hier nur das Ding angeln. Ich behalte die Sachen lieber. Sie sind in. Hast du zufällig Paintball-Munition bei dir? Paintball-Munition? Wozu? Um Heliumballons zu gewinnen. Was willst du mit Heliumballons? Ich will schwere Trümmerteile von einem eingeklemmten Elysianer abtransportieren. Du weißt schon, dass das physikalisch gesehen kompletter Unsinn ist, oder? Wenn du mir nicht helfen willst, sag's doch einfach. Ich will nur an dir vorbei. Ich will nur an diesen Feuerlöscher ran. Mehr will ich gar nicht. Ist alles kaputt. Oh je, hoffentlich waren wir das nicht. Sagtest du nicht vielleicht zum... noch im... Das kennen wir alles schon. Ich will nur an dem Mann vorbei. Der Chronicle. Ja, danke. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Na... Hey. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Was war das? Ein Feuerlöscher. Zumindest ist auf der Plakette ein kleines Flämmchen abgebildet. Beweisführung abgeschlossen. Ja, ein super Feuerlöscher haben wir da. Bringen wir den Mann nach unten, ne? Tatü, tata, Rettung ist nahe. Das am Ende gar kein Feuerlöscher. Da war doch extra dieses Schild mit den Flammen drauf. Oh. Weg mit dem Dreck. Da oben nutzt er mir wenig. Die Sache hat doch einen Haken. Kann ich den denn irgendwie... Aber hallo. Und jetzt den Haken an das Rohr. Und... Was? Was tun Sie? Nicht rumjammern. Es hätte fast funktioniert. Ich für meinen Teil verbuche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. Ganz schön wackelig hier. Die Kabeltrommel passt perfekt in diesen Blumenkasten. Frage ist, warum? So eine Schlamperei. Nur weil man eine Stadt im Orbit baut, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht erdbebensicher sein muss. Moment. Was genau haben Sie vor? Dich befreien natürlich. Indem Sie den Balkon abbrechen? Genau. Wie siehst du denn das? Wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen.
das Rohr mit sich ziehen. Aber pronto, schon verstanden. Verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Zweiter Versuch. Ich schaff's doch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Tja, da brauchen wir doch noch mal hier tatkräftige Hilfe, zum Beispiel von Mr. McChronicle. Du, McChronicle? Brauchst du noch lange? Das ist relativ. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Fass bitte nichts an. Der hilft mir nicht. Naja, gut. Ronny, kannst du mir zufällig helfen? Ich hätte dann noch ein paar Fragen. Oh, Junge, das ist ja wie Fall. Danke für... Es war mir ganz schön. Nein, der hilft mir natürlich nicht. Boah, schon keine Lust mehr? Schade. Nee. Nichts. Ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Beweg dich endlich! Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Abwarten. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! Oh, so ein Ding. Ah, das habe ich ja wieder ganz vergessen. Das haben wir im Tutorial gelernt. Ups. Tja, ganz so war's nicht geplant. Hallo? Welcher Idiot war das? Na, warte. Goal! Die Orbit-Elfe aus meiner Vision. Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Warum sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Erinnern. Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstilzchen. Nein, der Chronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. So viele Fragen. Ah. Na gut, erstmal müssen wir hier weg. Gebälk. Das ist das Einzige, was diesen Turm noch zusammenhält. Ich kann kaum hinsehen, aber immer noch besser als runtergucken. Würde sagen, Haken an Gebälk. Ach komm. Ach, Goal, den hättest du auch ausrechnen. Goal, aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder passieren muss. Ich meine, passiert gewesen sein, werden, worden muss. So ein Unsinn. Das kann nicht die echte Goal sein, die hätte niemals diesen Haken verfehlt. Also, nicht gefangen, meine ich. Huch! Gerettet? Ding Dong! Aufwachen! Was? Wo? Huch! Ja, genau. Huch! Wie in... Huch! Das ist jetzt aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal. Du hast doch den halben Turm zum Einsturz gebracht. Die Hälfte? Den Bärenanteil? Ach, was rede ich? Den Löwenanteil? Rar. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Das wäre dann wohl hier. Aber Zeitmaschine? Ich erklär's dir später. Erst einmal müssen wir hier weg. Und du gehst vor. Na gut, ich versuch's. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur. Bisschen kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Ah, und pampiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir?
Ja, super. Meine Heimat ist zerstört, die meisten meiner Freunde sind tot oder verschüttet und jetzt hängt auch noch dieser Kackhaken fest. Warte, ich helfe dir. Easy. Drei. Was hast du vor? Na was schon? Zwei. Stopp, nicht. Zweieinhalb. Du wirst uns noch umbringen. Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ah, ist auch egal. Eins. Das war erniedrigend. Ich hab nichts gesehen. Ehrlich. Das Piercing ist neu, oder? Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stehen wir als nächstes an? Ich versuche noch immer die Armaturen zu verstehen. Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Weg da! So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Oh, das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen. Jetzt aber. Das ist Elysium. Zumindest die unteren Schleusen. Und deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, hä? Huh? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr oder weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind meine Koffer. Es ist der Tag, an dem ich mit Cletus nach Deponia ging. Ja! Auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen und zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt ewig aufs Brot schmieren? Es ist nun mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Du meinst von morgen. Ein alter Hut. Ein neuer Hut. Langsam gehst du mir echt auf den Sack, Mac. Warte mal, heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Goal, nicht! Noch eins. Sie hat die Zeitmaschine gestohlen. Wie sollen wir denn jemals hier wegkommen? Wegkommen? Wozu? Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Ich habe es endlich geschafft. Aber die Zukunft. Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für ein Drecksladen das ist. Und glaub mir, es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Fuelocks, Schnurrbärte. Moment. Sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja, ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oder? Kann es etwa sein, dass... Ich habe mir oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. Tja, also irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Wieso kann Goal sich an uns, an Rufus erinnern? Das heißt, Rufus ist doch gerade aus der Vergangenheit davon gereist in die Zukunft. Das heißt, er kann nicht existiert haben in der restlichen Zeit. Das heißt, Goal hat ihn nie getroffen und so weiter. Dann würde sie sich auch nicht an ihn erinnern. Aber offensichtlich ist alles weiterhin genauso passiert, wie wir es in Deponia 1 bis 3 gesehen und gespielt haben. Das heißt, McChronicle, was er eben ja auch immer andeuten wollte, hat schon raus, was sich hier verändert hat und verrät es uns natürlich nicht, damit wir nachher überrascht sind. Voll der Arsch. Ich frage ihn gleich, aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.